Wie schaffe ich es, eine Videoaufnahme von einer DJI FPV Google, die ich mit einer 4:3 Kamera aufnehme, wie zum Beispiel KDX Nebula Pro, wie schaffe ich die Aufnahme von 4:3 in vernünftiger 16:9 darzustellen? Das mit einfachsten Mitteln. Hierzu nehme ich einfach Gyroflow Anwendung, mit der ich normalerweise Videos stabilisiere. Öffne mir hier so eine Datei, die in 4:3 ist. Das Gute ist, dass Gyroflow hier Linsenkorrektur hat. Und dazu suche ich mir eine ähnliche Linse, KDX Nebula Pro. Und dann nehme ich mir einfach die. Und jetzt sieht man schon, dass hier die Linse korrigiert wurde, aber mein Bild ja immer noch 4:3 ist. Übrigens, für die Änderung benötige ich hier keine Gyro-Daten. Ich möchte lediglich das Video von 4:3 in 16:9 umrechnen und dabei die Linsenkorrektur verwenden. Was passiert eigentlich bei einer Linsenkorrektur? Ich ziehe einfach mal hier das Sichtfeld zurück. Und jetzt sieht man, durch eine Linsenkorrektur wird das Bild mehr in die Breite gestreckt. Natürlich auch in die Höhe, aber mehr in die Breite. Das heißt, ich habe dann eigentlich aus einem 4:3 fast ein 16:9 Video. Für 16:9 muss ich hier den Output verändern. Das schalte ich einfach auf 1080p. Das ist 16:9 Auflösung. Und dann habe ich ein 16:9 Bild. Jetzt setze ich das Field of View ein bisschen kleiner. Und hier sehe ich schon, dass ich ein 16:9 Bild habe. Natürlich verliere ich die Ecken. Das heißt, die Bildinformation in den vier Ecken verliere ich ja. Aber ich muss, ohne etwas Spezielles zu tun, bekomme ich eigentlich schon 16:9 Bild. Ich könnte aber auch die Linskorrektur komplett weglassen. Dann sieht man nämlich hier das 4:3 Bild. Auch die Erdkrümmung. Und wenn ich das jetzt strecke, dann wird durch diese Linskorrektur die Erdkrümmung wieder waagerecht gemacht. Und ich habe das Bild immer schön gerade. Hier sieht man auch an dem Beispiel, ne, dass ich jetzt hier eine U-förmige Linsenverzerrung habe. Um das jetzt gerade zu kriegen, setze ich wieder die Linsenkorrektur auf ungefähr 70-80% und prüfe das noch, ob ich so zufrieden bin. Und so habe ich noch recht viel vom Bildinformationen da, gerade in links und rechts. Und das sieht nicht so reingezoomt aus. Reingezoomt wäre ja so, dass ich dann nur noch so viel sehe. Und das wäre ja viel zu wenig. Ich will schon mehr Bildinformationen haben, damit das natürlicher aussieht, setze ich das so hin. Also der Weitwinkel, Field of View, setze ich hier auf 1,57 und meine Linsenkorrektur habe ich hier auf 88% gesetzt. Und so bin ich eigentlich mit dem Video zufrieden. Das sieht gut aus, das geht nach außen, links und rechts in den Ecken wird es eher unschärfer, weil das Bild gestreckt ist. Trotzdem gefällt mir das ganz gut. Weil in der Mitte sieht das Bild immer noch sehr natürlich aus. Beim Gucken konzentriert man sich sowieso auf die Mitte. Was das Konvertieren von 4:3 in 16:9 hier an Fehlern reinbringt, ist, dass die Elemente zur Seite quasi kippen. Das sieht man hier am Beispiel. In der Mitte sind die Bäume richtig schön gerade, wachsen nach oben. Sobald die Bäume zur Seite gehen, kippen die etwas so unrealistisch nach links und rechts. Aber da man eher mehr in die Mitte schaut, fällt das ja nicht unbedingt auf. Und so sieht das Bild viel dynamischer aus, als es ursprünglich in 4:3 war. Da sieht es halt so ruhig, langsam aufgenommen. Setze ich es auf 88, habe ich das Gefühl, dass ich viel schneller damit fliege. Das ist der Effekt, den man auch bei der GoPro mit der RealSteady Stabilisierungssoftware wahrnimmt. Wo man auch ein Video, was 4:3 ist, in 16:9 konvertiert. Und dabei auch die Linsenkorrektur verwendet. Allgemein gesagt, jede Linsenkorrektur führt dazu, dass das Bild mehr in die Breite gestreckt wird. Also ist offensichtlich eine Aufnahme in 4:3 sogar sinnvoller, die man später mit Linsenkorrektur in 16:9 umwandelt. Also ich hoffe, ich habe durch diese einfachen Einstellungen euch vielleicht helfen können, mal ganz schnell eben so eine 4:3 Aufnahme in 16:9 umzurechnen. Also viel Spaß beim Fliegen. Thank you.